Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge The Witcher Wild Hunt. Wir suchen jetzt den Schatz in den Elfenruinen. Der wird natürlich nicht hier oben drauf liegen, sondern irgendwo unten sein. Aber trotzdem ist hier die Kiste. Nein, was jetzt denn? Schon wieder Viecher? Och man. Scheiße, Schutzschild wollte ich gar nicht. Wir haben uns auch noch gar nicht regeneriert. Ich war jetzt nicht darauf gefasst, dass jetzt schon wieder Viecher kommen. Aber immerhin ist das The Witcher und da muss man wohl darauf gefasst sein. Mist, ey. Jetzt fall da nicht runter, Geralt. Und auch nicht aus Versehen das falsche Schwert ziehen. Das ist halt Mist. Jetzt kommen die Lüttendinger wieder. Gegen die haben wir wenigstens eine Chance. Mist. Einmal Besoffenheitsdrink. Falle, Geralt, Falle. Glück gehabt. Auf die Gefahr hin, dass wir, wenn wir eine Stunde meditieren, dass der Geist wieder da ist. Oder die Erscheinung. Ist mir egal, ich muss jetzt meditieren. Ja, gut. Endlich wieder alles aufgefüllt. Aufnehmen. Nachterscheinung schon wieder. Naja, ist auch logisch, ne? Ist ja immerhin nachts. Alex wollte doch bremsen. Aber ist alles gut gegangen. Minimaler Schaden. Nichts, was man mit einer Honigfarbe nicht beheben könnte. So. Hier ist doch bestimmt irgendwo ein Eingang. Hört sich ein bisschen bedrohlich an, würde ich sagen. Bestimmt Wölfe sind aber weiter weg. Also ich kann mir ja richtig gut vorstellen, dass das, ja, da ist auch ein Pfeil, unter, immer noch unter uns ist. Das heißt, wir müssen natürlich einen Eingang finden. Haben wir Glück und der ist bei dem Stein der Macht. Nee, der Stein der Macht ist auch einfach weiter unten. Mist! Es bringt wohl nichts, wenn wir das mit den Hexersinnen absuchen, oder? Es muss einfach irgendwo ein Eingang in der Höhle sein, oder nicht? Hier stoßen wir bestimmt auf Ertrunkene gleich. Das kennen wir ja schon, das Spiel. Bis jetzt sehe ich nicht. Seht einer von euch was? Die Wölfe werden bloß immer lauter. Wenn es denn Wölfe sind. Da unten ist nichts, oder? Ist kein Eingang. Weiter oben auch nicht. Also hier, oder? Kann man hier durchgehen? Nee. Hexersinne sind auch aktiv. Trotzdem sehen wir nichts. Hier ist eine Leiche, aber die kann man auch nicht untersuchen. Zwei sogar. Da ist was. Guck mal an. Das habe ich vorher nicht gesehen. Ach, das war's schon? Nee, das kann doch nicht so ernst sein. Das ist mir zu wenig, ganz ehrlich. Finde ein Schiff noch skelliger. Das war es tatsächlich schon. Oh, Geralt, das war knapp. Die haben wir schon. Ach, das ist doch doof. Na gut, komm. Da wollte ich nicht drauf drücken, sondern hier. Wir wollen denn ein neues Quest aussuchen. Wenn wir das jetzt nehmen, da ist auch Skellige, ne? Ja, Nebenquests. Was haben wir denn da noch? Sogar so eine kleine. Ein Möchtegern-Hexer, stimmt. Das hatten wir. Sollen wir das Hauptquest weitermachen? Ich weiß, ich hatte was anderes gesagt. Haben wir doch gemacht. Sprich mit Triss über den Kristall aus Philippas Mikroskop. Sprich mit Yennefer über den... Na gut, mit Yennefer, aber mit Triss haben wir darüber gesprochen.
Radovid sollen wir auch noch was erzählen. Und ich wollte Radovid töten. Und dafür müssen wir Dijkstra in der Passiflora treffen. Wisst ihr was denn? Erzählen wir Radovid erstmal was davon? Nee, komm, das wäre dämlich. Wir, komm, da, Nebenquest. Wir treffen uns mit Dijkstra in der Passiflora. Wo waren das jetzt? Ein tödlicher Plan, ja. Der liebe Rainbird hat nämlich gesagt, komm, Brüder, vertrau dem nicht, beziehungsweise vertrau ihm, also Dijkstra, vertraue Dijkstra, der scheint ganz in Ordnung zu sein. Ich war auch schon der Meinung, ich war mir nicht sicher. Aber wenn Rainbird das sagt, machen wir das jetzt auch. Ja gut, da kommt Onkel Plötze natürlich nicht runter. Komm schon, Plötze. Komm schon, Plötze. Plötze. Und hier ist auch ein Höhleneingang. Ist das der Höhleneingang, wo wir mit Triss rausgekommen sind? Oder ist das jetzt... Ja, hier ist auch der Stein der Macht gewesen. Das ist genau die Höhle, wo wir mit Triss schon drin waren. Ja. Dann hat das ja keinen Zweck, sich hier jetzt umzuschauen, ne? Gut. Aber hätte sein können. Man kommt halt ab und zu mal wieder an verschiedene Orte, wo man schon war. Plötze, es tut mir leid. Wir wollen Boot fahren. Geralt, das war jetzt unsinnig, oder? So. Dann gib ihn mal. Sail away. Dream your dreams. Ah, das Pokégeld runter. Also wirklich schnell ist das nicht. Ich glaube, wir fahren Gegenwind oder was? Naja, dann würden wir rückwärts fahren, ne? Wir gucken mal. Ist ja auch schlechtes Wetter. Ist ja ganz normal, dass die Wellen da ein bisschen höher schlagen. Für unser kleiner Ruderkutter hier, ey. Ist ja natürlich nichts. Wir fahren mit dem einen Boot zu den ganz vielen anderen Booten. Ich würde hier sogar anlegen, wenn ich mir sicher bin, dass es wirklich ein Festland ist und nicht jetzt irgendeine Insel oder so. Gut, hier sind wir. Und wo müssen wir ganz hin? Ach, dann die ganze. Da oben, das ist natürlich ziemlich nah dran. Oh, hier ist noch ein Anschlagbrett. Da müssen wir uns ja eigentlich auch angucken, ne? Na, dann steig mal aus, Geraldo. Natürlich den doofen Weg gewählt, aber so sind wir. Plötze! Wir müssen zum nächsten Schild. Kannst du uns zum nächsten Schild bringen? Ganz natürlich am Anschlagbrett vorbei, da habe ich überhaupt nichts gegen. Da wird bestimmt ja auch irgendwo ein Schild sein. Ich habe jetzt nicht auf die Karte geachtet, aber... So, hier müssten wir doch schon in der Nähe des Anschlagbretts sein. Kann man eigentlich die Minimap groß und klein machen? Nee. Kann ich nicht. Halt! Genau, halt. Nee, dein Ernst, wir sind schon richtig weit. Aber wir sind gleich hier so geritten und das wäre da gewesen. Na gut, hier ist ein Händler. Da sind zwei Fragezeichen, aber wir gehen dann nach Sandort. Da sind wir eigentlich auf dem richtigen Weg. Wenn wir Plätze dann ankommen. Hier ist tatsächlich ein laufender Händler. Den möchte ich gerne mal schnacken. Warte mal. Brauchst du gar nicht jetzt hinsetzen.
Zeig mir deine Gwindkarten. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Du hast gar keine Gwindkarten. 5% Chance auf Taumeln. 5% Zeichenintensität und 2x auf Taumeln. Nee, aber magst du mir was abnehmen? Irgendwas Schweres? Ah, von dem kriege ich natürlich wenig Geld dafür. Und hier nimmst du eine Schrottschwerter. 2 Kilo, 2 Kilo, 2 Kilo, 2. Wiegen alle so 2300 Gramm. Eins kannst du noch, wa? 15. Hier, 12. Dann hat er zwar kein Geld mehr, aber wir haben ein bisschen Platz. Ich hatte nämlich vergessen zu verkaufen. Leb wohl. Ach, hast du dich doch schon hingesetzt jetzt. Heya! So, und dieses hier müsste das Dorf sein, wo das Schild steht, oder? Jo. Sonst sieht man hier nichts. Ich glaube, bei der Entfernung sollten wir diese Schnellreise gerne mal benutzen. Von Sandort zu der Sankt-Georg-Brücke in Novigrad. Ziemlich wichtig. Mal gucken, was Dijkstra zu sagen hat. Mal gucken, was er von uns verlangt. Also töten sollen wir ihn selber ja nicht. Wir sollen ja nur irgendwie Sachen vorbereiten, helfen, keine Ahnung. Den Anschlag an sich sollen wir aber nicht ausführen. Hat Onkel Dijkstra gesagt. Hören wir uns erstmal an, was er zu sagen hat. Dijkstra? Benimm dich. Tu, was du tun musst, aber benimm dich. Ja, halt der Maul. Ich benehme mich immer. Weißer Wolf, willkommen in der Passiflora. Oh, kein Zeichen des Wiedererkennens in deinen Augen. Sei gegrüßt, Keine Sorge, ich habe mich seit dem letzten Mal sicher sehr verändert. Und das war... Ach, vor ewigen Zeiten. Du und Meister Rittersporn seid mit 2 Halblingen aufgetaucht. Einfach zum Brüllen, die kleinen Typen. Wir erinnern uns bis heute an diesen Abend. Ja, tut mir leid, ich bin hier, um... Sprich leise. Ich weiß genau, warum du hier bist. Sie warten. Bitte hier entlang. Hier entlang, nach oben. Okay. Mal gucken, ob da die richtigen Leute warten. Bandit sieht ja schon mal richtig aus. Hexer Geralt? Ja. Da hoch, der Boss wartet schon. Alles klar. Scheinen die richtigen Leute zu warten. Dijkstra, Digga. Geralt, da bist du ja. Gut. Du hättest einen einsameren Ort für die Planung eines Mordanschlags aussuchen können. Alle denken drüber nach und viele würden es tun. Wir brauchen keine Angst zu haben. Außerdem hat dieser Ort eine gewisse Tradition, ist vielleicht sogar legendär. Falka hat hier ihren Aufstand geplant und auch König Fridaks Ermordung. Vergleichst du dich etwa mit Falka? Soweit ich mich erinnere, gibt es in Redanien kaum jemanden mit einem blutigeren Ruf. Ihre Rebellion hat den Lauf der Geschichte verändert. Das haben wir gemeinsam. Was das Blutvergießen angeht, wollen wir nur Radovid tot sehen. Es freut mich, dass du mitmachst. Ich war mir nicht sicher, ob du auftauchen würdest. Ich auch nicht. Kommen wir zum Geschäft. Radovid muss sterben um Triss und Jens willen. Ich weiß noch nicht, ob ich mitmache. Ich habe über deine Worte nachgedacht. Dass Triss und Jen nicht sicher sind, solange Radovid lebt. Das kannst du glauben. Nun, ich bin froh, dass wir uns verstehen. Und nun zur eigentlichen. Meinen Mitstreiter dürftest du bereits kennen. Ross, du hier? Ehemalige Spione. Wir haben einen Verein gegründet. Du hast mal einen König beschützt. Willst du jetzt einen anderen ermorden? Ich bin nicht stolz darauf, aber in meinen Augen gibt es keine andere Lösung.
Radovid hat zu oft nur seine eigenen Interessen durchgesetzt. Als Kedven um Hilfe bat, ist er einmarschiert. Als ich ihn darum bat, Vysima zu helfen, hat er mich wieder fortgeschickt. Der Krieg ist beinahe vorüber. Die Entscheidung naht. Wir müssen schnell handeln. Ich mache mir nichts vor. Nur ein toter Radovid bedeutet ein freies Temerien. Na gut, was willst du von mir? Einer unserer Leute hat sich mit einem Informanten getroffen. Er ist nicht zurückgekehrt, aber der Plan hängt davon ab, was er in Erfahrung bringen konnte. Wir müssen ihn finden. Und du bist der beste Spürhund weit und breit. Spürhund, hm? So, so. Kannst du mir noch mehr sagen, wo dieser Mann zuletzt gesehen wurde, zum Beispiel? Er gibt sich als fahrender Schuster aus. Er sollte den Ponta überqueren. Das hat er wohl beim redanischen Grenzposten getan. Wir haben einen Mann dort, der sicher mehr weiß. Er nennt sich Gregor. Ihr habt einen redanischen Soldaten in eure Pläne zur Ermordung des redanischen Königs eingeweiht? Siehst du, es gibt sogar Redanier, die mit Radovids Politik nicht einverstanden sind. Und wenn einfache Soldaten merken, dass etwas nicht stimmt, dann ist es Zeit zu handeln. Gut, ich rede mit Gregor. Danke. Und lenk nicht zu viel Aufmerksamkeit auf dich, wenn's geht. Denk daran, dieser Einsatz entscheidet die Zukunft. Die Zukunft Temeriens und des Nordens. Ich weiß. Ich versuch's nicht zu vermassen. Bis dann. Wir zählen auf dich, Geralt. Hat dich jemand reinkommen sehen? Niemand außer Madame Serenity und deinem Lakai. Auf der Straße, meine ich. Niemand. Lassen dich deine Nerven im Stich? Ich bin nicht nervös. Na dann. Solltest du auch sein. Ich spreche mit dem redanischen Kontakt. Aufnehmen. Oh, das gute beste Wasser. Ich bin genauso lange Spion wie du. Du brauchst mir keine Lektion. Da bin ich mal gespannt. Ja. Nirgendwo gibt es schönere. Von der Jaruga bis zu den Drachenbergen. Moin. Oh, Wölfchen. Ja, so ist mein Name. Na gut, müssen wir ja mal gucken. Ich soll ja eigentlich nicht viel machen, nur den Spion auftreiben. Das ist doch ein leichtes Ding. Also habe ich mit der Ermordung Radovids überhaupt nichts zu tun. Und wir müssen die Hexe nicht an ihn verraten. Wie hieß die noch? Vor allem sind Triss und Yen sicher, dann sind ja immerhin auch Hexen. Sollen wir mal... Fass mich nicht an. Nee, wollte ich auch gar nicht. Sollen wir mal zum Friseur gehen? Ob das eine gute Idee ist? Moin, bist du ein Friseur? Oder hast du die Stühle so hingestellt? Alter, was für Scheren sind denn das? Soll das so gut sein? Grüß sei der gnädige Herr. Rasierer, Scheren, Messer, alles ganz frisch geschliffen. Ich brauche einen Haarschnitt. Kriegst du das hin? Da bin ich immer gespannt. Aber was ordentliches hier, ne? Neue Frisur? Bart trim? Nö. Neue Frisur, wenn überhaupt. Rasiert bis auf einen Pferdeschwanz. Lang und offen. Offen nicht zu lang. Seiten rasiert, oben kurz, hinten Pferdeschwanz. Den elfischen Rebellenschnitt. Oh Mann, ich habe keine Ahnung. Was ist denn der elfische Rebellenschnitt? Ach, man darf das nicht mal vorher sehen. Man wird gleich geschoren. Ach du Scheiße. Also ich brauche eine neue Frisur. Lose hinter dem Kopf zusammengebunden. Was ist das denn hier? Ich meine, sagt ja schon alles, aber trotzdem mal angucken. Wir bezahlen zwar jedes Mal 10 Kronen. Alter. Von hinten würde ich das auch gerne nochmal sehen. Aber nee, der geht gar nicht. Komm. Wir machen uns wieder unsere alte Frisur. Das. Genau, das ist Geralt. Bis dann.
Und einen kürzeren Bart will ich nicht, wenn denn längeren. So ist das. Arbeiten die Nvidia Highbugs? Man weiß es nicht. Gut. Mit dem Kontaktmann sprechen werden wir wohl in der nächsten Folge erst. Jetzt müssen wir uns erstmal von dem Schock erholen, was der Friseur mit uns gemacht hat, würde ich sagen. Und in der nächsten Folge sprechen wir dann mit dem. Interessant. Was denn? Was ist denn interessant? Almosen für die Armen. Ja, funktioniert doch eh nicht. Alter, was ist denn hier los? Ach so. Guck mal. Frisch geschliffen. Hast gemerkt, ne? Ach, du auch noch. Guck mal, so frisch geschliffen. Das geht durch wie Butter. Dann drehen die mal alle durch, ne? Alle sind immer friedlich und manchmal sogar ein bisschen nett, aber wenn dann auf einmal Banditen um die Ecke stehen, ich habe das noch nicht mal gemerkt, dann bin ich der Böse. In einer Mittagserscheinung. Ja, so ist es. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hoffentlich. Ich bin raus. Ciao.